Hallo allerseits und willkommen zurück. Weiter geht's mit Let's Play Miitopia mit Nagi und Friends. Letztes Mal ist die gute Saku in unser Team dazugekommen und schon hat sie einen Wunsch. Sie möchte sich etwas kaufen. Was kann das nur sein? Eine Banane. Sie möchte eine Banane, ich möchte ein Schwert und der Lloyd möchte einen Zauberstab. Was kostet denn die Banane? 100! Saku träumt im Moment von HP-Bananen. Okay, ich glaube nicht, dass wir die jetzt schon brauchen, die HP-Bananen, aber Lloyd... Ein Besen wäre der Traum von Lloyd. Oh, möchtest du mal hier ordentlich sauber machen oder was? Das wäre doch mal ein gutes Ziel. Seid ihr gewährt? Ein Besen wurde gekauft. Er wird dir bestimmt sehr nützlich sein auf unserer weiten großen Reise. Natürlich möchten wir den ausrüsten, weil sonst hat er ja keinen Effekt. Ansonsten möchte ich mein Geld erstmal aufsparen. Futtern ist aber voll okay, das können wir machen. Den Koboldschinken, den mag ich ja überhaupt nicht. Der ist ja voll bläh. Lloyd findet den so, und Saku findet den... Wie findest du den? Jetzt geschmeckt. Dann sollst du auch noch den Rest bekommen. Weil dann steigt auch dein Angriff ein bisschen. Oh, danke, bin schon satt. Okay, Koboldschinken. Macht anscheinend ganz schön satt. Dann kriegt Lloyd den Falterhonig. Den mag er ja ganz besonders gerne. Da steigen sogar die MP ein bisschen, da kann also Lloyd weiter den Feuerball spammen. Das ist schön, das freut mich. Das muss so sein. Schmatz, genieße es. Ja, ansonsten den Kobold... Ich sag immer Kochschinken, warum soll ich immer Kochschinken? Wahrscheinlich, weil es das reale Gegenstück dazu ist. Egal, ich mag den Koboldschinken nicht, also werde ich ihn nicht essen. Den werde ich mir für später aufheben. Nach dem Team sehen, was können wir denn hier so Schönes machen? Du kannst die Helden im Team so gruppieren, wie es dir begehrt. Behagt. Stecke sie paarweise in die Zimmer, um ihre Beziehung zu verbessern. 3 Punkte über dem Kopf heißt, hier geht etwas vor sich. Berühre sie, um einen Blick ins Zimmer zu riskieren und Ereignisse zu beobachten. Du bist doch sicher schon ganz gespannt, was so alles passieren kann. Momentan passiert eigentlich gar nichts. Aber was nicht ist, kann ja bekanntlich noch werden. Saku kommt natürlich mit in unser Team. Was wären wir bloß ohne sie? Wir sind doch ein Trio. Also nichts wie raus hier, zurück in die weite Welt. Ein weiterer Weg hat sich uns offenbart, aber wobei, wir können dann noch eben auf den Flachlandhügel gehen und gucken, was auf der anderen Route so vor sich geht. Vielleicht ist da ja auch eine Schatztruhe, wer weiß. Abmarsch! Das ist die richtige Einstellung. Ja, kann gut sein. Und Saku am Singen. La la la, oh mein Gott, da kommt ein Gegner. Was sollen wir tun? 2 alte Falter wieder. Okay, Leute, du zuerst. Als nächstes kommt wahrscheinlich Saku. Ich glaube, ich bin der langsamste von allen. Nee, doch nicht. Ich bin der zweitschnellste, zumindest momentan. Was auch wahrscheinlich eher daran liegt, dass ich ein Level über Saku bin. Super! Und Saku hat gar keine Gelegenheit, ihre Skills unter Beweis zu stellen. So ein Glück. Aber hey, Lloyd steigt auf. Er ist vor mir auf Level 3 angekommen? Was? Das geht aber gar nicht. Und 10 Gold. Ach, das spare ich mir alles mühsam zusammen hier. Ich will jetzt Hündchen knuddeln. Was? Warum das? Nicht so schnell. Ich meine nichts gegen Hündchen knuddeln. Hündchen sind niedlich und so, aber wir müssen die Welt retten. Dumm-diedel-di-dumm-di-dumm. Ich könnte Urlaub gebrauchen. Saku, du bist gerade erst in unser Team gekommen. Du brauchst jetzt schon Urlaub? Wo lang? Wir nehmen den Weg für Zarte diesmal. Das wären zwar keine schwierigen Kämpfe, aber auch Kleinvieh macht Mist, ne? Ich will jetzt Kätzchen knuddeln. Nur nicht den Kopf hängen lassen. Oh mein Gott! It's a monster! What is it? It's a Kobold! Kill him! Lloyd! Erste Entspannt-Aktion. Ernst machen! Lloyd? What are you doing? Feuer! Wow, das war gekonnt. Nicht übel, was? Ja, ich bin durchaus beeindruckt, muss ich zugeben. Und Schlitz! Saku, dein Zug. Sie schmeißt den Mikrofon. Hat den Kobold aber leider nicht außer Gefecht setzen können, aber Lloyd gibt ihm den Rest. Und der Winner ist us! So viel dazu! Juhu! Schwunghieb gelernt! Springe hoch und schwing dein Schwert. Trifft einen Gegner.
Ich habe meinen ersten Special Move gelernt. Etwas zu futtern wäre nicht schlecht. Sako, du hast vorhin erst was bekommen. Das darf doch nicht wahr sein. Oha! Nagi hat eine mysteriöse Flasche gefunden. Ach, warum nicht? Verträumt. Hui! Was auch immer da drin war, es hat vorzüglich geschmeckt. Diese Frisur steht dir richtig gut. Mit wem redest du jetzt? Mit Sako oder mit Lloyd? Du bist aber gut gelaunt. Ein weiteres Monster. Es ist ein weiterer alter Falter. Lloyd, mach ihm Feuer unterm Hintern. Haben Schmetterlinge Hintern? Ich glaube eher nicht, aber gut. So viel dazu. Und auch Sako bekommt endlich ihr erstes Level up. Die Werte steigen, Tempo steigt, Abwehr steigt, alles steigt. Alles steigt! Zugabe Island, fährt einen Freund an, damit dieser noch einen Zug macht. Das klingt doch mal sehr praktisch. Und gleich sind wir schon wieder... Ich bin total verschwitzt! Ja, du hast ja auch ordentlich gekämpft. Flink wie ein Wiesel. Und da ist tatsächlich noch eine Schatztruhe. Die öffnen wir natürlich auch und drin ist... Koboldschinken mit 2 Sternen. Wenn der mal nicht besser ist als der andere Koboldschinken, dann weiß ich auch nicht. Und ab ins Gasthaus! Wer weiß, was in dieser Nacht wieder passieren wird. Oh, Herzschmerz. Ah, oh, wunderbar. Weitermachen oder genug für heute? Wir spielen natürlich weiter, während ich da cool am Rumposieren bin. Ich muss ja mit Stil und Eleganz kämpfen, das muss ich hier währenddessen ich im Hotel bin lernen. Und Sako gibt sich nicht gerade die größte Mühe, sie schläft einfach eine Runde. Huch, warum dieser komische Blick? Ich weiß es nicht. Fakt ist, die drei haben jetzt erstmal Hunger. Ich glaube, wenn ich den normalen Koboldschinken nicht mag, dann werde ich diesen auch nicht mögen. Deswegen geben wir das mal Sako, sie kann ein bisschen Angriff noch gebrauchen. Offenbar nicht so lecker, okay. Aber die Werte steigen dennoch, nur werden sie dann auch wieder ein bisschen zurückgesetzt. Lloyd kriegst den Koboldschinken. Und den anderen Koboldschinken kriegst du auch noch, weil ich mag den nicht. Und dein Angriff, der kann auch mal ein bisschen steigen. Wobei ja bei Lloyd eher die Magie steigen sollte und nicht der Angriff. Aber kann beides nicht schaden. Und sieh an, Lloyd will schon wieder was kaufen. Was willst du denn jetzt haben? Eine Magierobe wäre der Traum von Lloyd. Sei dir gewährt. Gebe in letzter Zeit ziemlich viel Geld für dich aus, habe ich den Eindruck. Siehst du aus wie Mickey Mouse aus Fantasia. Haha! Tragen wir das mal. Und ich möchte eine Lederrüstung. Ja, die kaufe ich mir später. Ich komme noch gerade ganz gut ohne klar. Ich muss da mein Geld ein bisschen zusammenhalten. In dieser Teamaufstellung geht es weiter im Gelände. Endlich können wir uns neuen Wegen widmen, und zwar diesem hier. Und es dämmert schon wieder. Ach, sieh mal einer an, wen wir da haben. Wer kann das nur sein? Es ist Nago! Du hast nicht auf meiner Gästeliste gestanden. Dunkler Fürst Nago! Bald wirst du keine Gästeliste mehr lesen können. Pfff! Der hat mir gefallen. Wenn dir nach einer Party zumute ist, lass uns tanzen. Oh oh, ein magischer Beam! Aufhören, sofort! Wow, wer war das? Ein anderer magischer Beam taucht auf und wer wagt es? Es war der große Weise. Weiser und mächtiger Magier, der Hilfe spendend durch die Welt reist. Wer kann das nur sein? Wähle ein Mii für die Rolle des großen Weisen. Und da habe ich natürlich auch schon jemanden in petto. Nämlich den guten alten Bay Ninja. Der hier einfach nur Ninja heißt, aber wir nennen ihn Bay. Der große Weise Bay. Hör ich mal die Musik von ihm an. Oh, das ist Musik in meinen Ohren. Hm.
Du bist also der berühmt-berüchtigte dunkle Fürst. Jetzt ist Schluss mit deinen Missetaten. Dafür werde ich sorgen. Großer weißer Baby betritt die Bühne. Hör mal, das hier war eigentlich eine Privatparty. Gut, diesmal lasse ich dich laufen. Aber nur dieses Mal. Und atmen. Hallo, mein Name ist Bay. Ich bin ein wandernder Magier. Ich bin Nagi. Erzählen wir unsere Geschichte. Aha, verstehe. Du machst also Jagd auf den dunklen Fürsten, ja? Schon, aber... Aber du fühlst dich nicht gut genug gewappnet? Eigentlich nicht, aber wir sind ja gerade noch am Anfang unserer Reise. Da kann auch viel passieren. Ich spüre eine mysteriöse Kraft in dir. Im Moment ist sie noch nicht sehr ausgeprägt. Aber auf deiner weiteren Reise wird sie wachsen. Also setze deinen Weg mit aller Entschlossenheit fort. Verstanden! Wenn uns das Schicksal hold ist, sehen wir uns wieder. Übrigens, was ich hier mal an dieser Stelle zeigen möchte, der Bay hat von dieser Szene ein schönes Fanart gezeichnet, das ich hier mal unbedingt zeigen möchte. Das ist ihm echt klasse gelungen, also vielen Dank dafür. Und wir werden uns bestimmt wiedersehen, das hoffe ich doch mal sehr, 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 sehr doll. Bis dann! Wer ist nun dieser mysteriöse Bay? Was sind seine Beweggründe? Was hat er noch so ausgeheckt? Ist er auch gegen den dunklen Lord? Jetzt haben wir so viele Wege, die wir einschlagen können. Oh mein Gott. Wir können hier lang gehen, wir können hier runter gehen, aber zwei Wege. Und hier ist das Schloss, so wie es ausschaut. Aber dafür sind wir noch nicht bereit. Wir sind noch nicht bereit für das Schloss. Wir müssen erstmal andere Wege einschreiten. Abmarsch! Ob man hier wohl seltene Leckereien findet? Vielleicht? Hat Sakko was entdeckt? Wie der große weiße Bay wohl so ist? Coole Sprüche hat er jedenfalls drauf. Jetzt ist Schluss mit deinen Missetaten. Dafür werde ich sorgen. Selbst der dunkle Fürst Nago konnte nicht dagegen anstinken. Echt cool. Oh Mann, der Bay hat echt schon viele Fans gewonnen. Was der Tag wohl bringt? Hey, hetz mich nicht. Niemand hat dich gehetzt, Nagi. Und wieder zwei Wege. Wohin mögen sie führen? Wo lang? Ich denke mal, diesmal sind beide Wege ungefähr gleich schwierig, weil es keine Schwierigkeitsgradbeschreibung gibt. Also gehen wir mal dahin, wo die große Schatztruhe ist. Das sieht doch mal sehr verlockend aus. Ich will jetzt Kätzchen knuddeln. Och Leute, das muss warten. Was? Oh, ist da wieder eine Banane? Augenblick, da liegt irgendwas. Oh, ein Bonbon. Hurra, Nagi erhält das 1-MP-Bonbon. Oder erhält ein... Ach so, erhält 1-MP-Bonbon. Ich habe gedacht, das heißt 1-MP im Sinne von, man bekommt 1-MP oder 1-KP zurück, aber... Ja, okay, hätte man sich eigentlich denken können, dass das nicht so stimmt. Alles Paletti. Hier war nichts zu überstürzen. Ich hüpfe mal voraus. Das wird mich beißen. Ein weiteres Monster zeigt sich. Es sind wieder Schmetterlinge und eine Wolke. Cumulus. Und ich weiß schon, dass der Cumulus sich... Leute, nicht so entspannt sein. Reinhauen. Ja, Cumulus, der kann sich nämlich heilen. Ist also ein ernstzunehmender Gegner, aber Leute hat ihn schon besiegt. Wir werden unsere Technik, den geheimen Sprunghieb, einsetzen. Geheime Nagi-Technik aktiviert. Sprunghieb los. Ein gutes Gefühl. Und Sakko zeigt ihre neue Technik. Zugabe. 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 Okay. Ich würde ja nochmal meinen Special Move einsetzen, aber ich habe keine MP mehr. Oh Mann, was für ein Schicksal. Also greifen wir normal an. Könnte ausreichen. Ja, es hat ausgereicht. Sehr gut. Ein Kinderspiel. In der Tat, mein Freund. Das war in der Tat nicht sehr schwierig. Wolkenwatte. Oh, Zuckerwatte. Wie herrlich. Wehe, ich mag die nicht. Ich liebe Zuckerwatte.
Du hast dein Gasthaus gefunden. Moment mal, ich dachte, wir finden hier eine Truhe. Oder ist die Truhe hinter dem Gasthaus? Wer weiß, wir werden es vielleicht ein anderes Mal herausfinden. Lloyd will was, Nagi will was und Saku will auch was. Ein neues Schwert wäre nicht schlecht. Ein Bronzeschwert wäre der Traum von Nagi. Erhöht den Angriff auf 19. Dann sollst du das auch bekommen. Da 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 da. Ein Bronzeschwert wurde gekauft. Direkt mal ausrüsten. Irgendwie sieht das für mich aus wie so ein Eis am Stiel. Keine Ahnung, warum ich so denke, aber es kommt mir so vor. Und Saku möchte ein Megafon. Ein Megafon wäre der Traum von Saku. Leider haben wir dafür nicht genug Moos. Was will man machen? Und Essen haben wir auch nicht wirklich viel. Eine Zuckerwatte. Die kriege ich. Ich habe letztes Mal nichts gegessen. Offenbar nicht so lecker. Oh. Ich mag echt keine Zuckerwatte in dem Spiel. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber gut. Es sollte wohl nicht so sein. In der Spielhalle waren wir bisher auch noch nicht, aber da können wir auch leider noch gar nichts machen. Das werden wir uns dann später mal ansehen. In der Zwischenzeit, auf geht's zu neuen Taten! HP-Bananen und MP-Bonbons sind wertvolle Snacks, die deine Werte wiederherstellen. Sie werden immer im Gasthaus aufbewahrt. Dein Team schnappt sich die verfügbaren Snacks, bevor ihr aufbrecht. Kommst du zum Gasthaus, werden überschüssige Snacks im Lager deponiert. Keine Sorge, sie werden ganz bestimmt nicht weggeworfen. Das ist gut. Dann kriegt also Nagi das HP-Bonbon. Und dann können wir losgehen. Hurra! Jetzt aber zu der Truhe! Das ist also ein Extragebiet, wie ich sehe. Jetzt bin ich aber zu gespannt, was darin sein könnte in dieser großen, gigantischen Truhe. Abmarsch! Ich brauche eine... Wir schlafen gerade mal zwei Schritte und ich brauche eine Pause. Beiß die Zähne zusammen! Leute hat recht, wir müssen uns mal hier ein bisschen mehr Mühe geben und oh mein Gott! Das ist eine riesige, gigantische Truhe. Und sie bounced auf und ab. Nee, da ist jetzt ein Monster drin, dann habe ich ein Problem. Megafon! Oh, das Megafon, das Saku haben wollte. Guck mal! Saku, du hast dein Megafon! Ich musste nicht mal Geld dafür ausgeben. Ich kipp gleich um. Hast du was gesagt? Ja, Saku hat gesagt, sie kippt gleich um. Hast du nicht zugehört? Ach, drei alte Falter, das ist doch kein Problem. Und ich bin mittlerweile der Schnellste. Wow, was geht? Ne, Moment, der normale Angriff sollte eigentlich für einen alten Falter ausreichen. Vor allem, da ich jetzt mein neues Bronzeschwert habe. Erster Beistand, angeben! Will von Agi angeben. Feuer! Das ist in der Tat gut gelungen. Nicht übel, was? Und jetzt Saku auch mal angreifen, bitte. Okay, sie setzt Zugabe ein. Damit kann ich auch leben. Hauptsache, wir können den nächsten Gegner mit dem nächsten Schlag aus dem Weg räumen. Super! Hui, wie aufregend! Das war's in der Tat. Falterhonig, 15 Gold. Es wird eigentlich mal wieder Zeit, dass wir das Gesicht eines bestimmten Mies retten. Aus dem Anfangsdorf. Oh, das war mal wieder nicht sehr schwierig. Wir haben jetzt schon das Gasthaus gefunden. Gut. Wir haben bisher noch kein wirkliches Gespräch zwischen Charakteren gehabt, aber vielleicht kommt das ja jetzt mal. Also ein Gespräch im Gasthaus, meine ich. Irgendwie will kein Gespräch zustande kommen, habe ich den Eindruck. Und futtern haben wir auch nicht wirklich viel. Wir haben wieder nur halt den Falterhonig, den ich mal wieder Lloyd geben werde. Er hat dafür echt eine Vorliebe entwickelt. Aber solange mal seine MP steigen, ist das voll okay. Mehr brauche ich nicht. Ihr habt echt nichts zu bereden, ihr beiden. Du nicht, ihr nicht. Schade! Mich würde es echt mal in den Fingern jucken, ein Amiibo einzuscannen und gucken, was dann passiert. Ich krieg dann wahrscheinlich Kostüme. Aber wie ich schon sagte, kann ich leider auf diesem 3DS keine Amiibos einscannen. Okay, wieder zurück zum Flachlandhügel. Hier haben wir noch einen Weg, den wir nicht eingeschritten sind. Abmarsch! Können wir bitte ein wenig langsamer machen? Nein, wir müssen extra schnell laufen. Puh! Und das ist die Weggabelung. Wir gehen nach links. Wahrscheinlich kommen wir dann wieder zurück zum Anfang, wo der Amiibo-Typ stand. Jetzt eine Tasse Tee.
Noch gebe ich nicht auf. Surprise, es sind zwei Komulus. Lloyd ist wieder ganz entspannt, er macht sich keine Sorgen. Er sammelt MP und setzt Feuer ein. Ach nee, warum nicht alles geben? Sprunghieb los. Bam, ein gutes Gefühl. Und Saku, jetzt bitte einen Angriff. Vier, naja, daran üben wir noch. Und da sieht man's, Cumulus kann sich heilen. Aber das ist nichts gegen Lloyds Feuermagie. Und Saku wirft wieder ihr Megafon. Der letzte Angriff kommt dann von mir. Leider kein Sprunghieb, weil ich die MP schon wieder verbraucht habe. Aber ein normaler Angriff wird sein Übriges tun. Und BÄM! Super! Geschafft! Wo mag der Weg uns hinbringen? Ich kipp gleich um. Reiß dich zusammen, Nagi, Mann! Tolles Wetter für ein neues Abenteuer! Ja, das Wetter ist echt spitze. Also, wohin wollen wir als erstes gehen? Nach Hause! Was? Hör mal, wir sind Abenteurer! Leute, du faule Socke! Nach Hause! Ich leiste hier nur meinen Beitrag. Lieber nichts überstürzen. Oh, vier Gegner auf einmal. Ein First in diesem Let's Play. Das erste Mal vier Gegner auf dem Screen. Vielleicht hätte ich Leute nicht auf entspannt stellen sollen. Ich glaube, ich habe mir absichtlich ein Handicap gestellt. Oh, Cumulus haut aber ganz schön rein. Der Kobold jetzt eher nicht so. Damit kann ich leben. Und Saku ist verträumt. Setzt, ja, Fehlschlag. Was setzt sie ein? Sie basht den Kobold mit ihrem Megafon. Moment, ich habe doch extra meinen Streuer. Ja. Gib mir ein paar extra MP. Sprechen will mir heute auch nicht so ganz gelingen. Macht aber nichts. Ich bin halt so aufgeregt. Utopia ist halt ein schönes Spiel. So, Technik, Sprunghieb gegen Cumulus am besten, bevor er noch weiterhin die Gegner heilt. Es hat nicht gereicht. Lloyd, dein Einsatz. Nicht übel, oder was? Hast du gut gemacht. Dann noch eben den zweiten Kobold besiegen. Oder den ersten, besser gesagt. Saku ist wieder verträumt und weiß nicht, was sie tut. Ich muss echt mal schauen, ob ich die Charaktereigenschaften noch später ändern kann. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Erste Verträumtaktion, spielen! Die MP-Bonbons sind alle! Schmarotzen! Lernen wir das mal kurz. Ey, Lloyd! Das war meins! Der hat meine MP-Bonbon genommen! Du mieser kleiner Dieb! Ich weiß, du brauchst die MP, ne, aber dennoch. Und Saku ist da mit dem Gegner am Spielen. Schön. Cumulus, wir müssen dich leider besiegen. Du störst mit deiner HP-Regenerierung. Ein Kinderspiel. Saku, bitte besiege diesen Kobold jetzt. Oder ich mache es. Puh, in diesem Kampf mussten wir aber ganz schön was einstecken. Das wird morgen sicher wehtun. Oh ja, ich werde sowas von einem Krampf haben nachher. Lollab für Saku. Die Abwehr steigt sogar um 2 Punkte. Das kann sie gut gebrauchen. Ohrwurm gelernt. Bringt Gegner zum Tanzen, um sie für einen Zug lang abzulenken. Nur einen Zug? Das ist aber ein bisschen schwach. Attacke! Eine Truhe. Let's open it. 3 Spielscheine erhalten. Oh, das heißt, wir können mal die Spielhalle benutzen. Dafür braucht man nämlich die Spieltickets. Du hast ein Gasthaus gefunden. Dann würde ich mal sagen, beenden wir das Video mit der Spielehalle. Hoffentlich kommt jetzt mal ein Gespräch zustande. Es klingelt an der Tür. Wer kann das nur sein? Oh, jemand will sich dir anschließen. Horst, hast du wieder was damit zu tun? Wähle einen Mii, mit dem du reisen willst. Da wählen wir natürlich jemanden aus, und zwar jemanden,
den ich schon eine ganze Weile kenne, der aber bisher nicht in einem meiner Let's Plays wirklich vorkam. Also mit Let's Plays meine ich Tomodachi Life. Der Gute, der Liebe, der Fantastische, Lesniv. Und er soll ein großes L bitte bekommen. Und Lesniv ist eine nette Person. Ist ein wirklich netter Typ, den ich über Mitomo kenne, also das Handyprogramm von Nintendo. Und der wird jetzt unser Koch. Diese Rolle steht dir, das ist okay. Du bist jetzt Lesniv der Koch. Willkommen im Team. Lesniv. Puh, endlich geschafft. Tut mir leid, ich bin spät dran. Ich bin Lesniv, ein Koch. Ich werde mein Bestes geben. Lesniv hat sich dir angeschlossen. Party on. Lesniv, du darfst dir in der Zeit mal ein Zimmer mit Leuten teilen. Vielleicht werdet ihr mal Best Friends Forever. Ansonsten heißt es wieder Geld ausgeben. Ich möchte ein neues Gewand. Auch wenn das nicht wirklich schön aussieht, aber ich kann die extra Abwehr gut gebrauchen. Mach's gut, blaues Gewand. Ich werde dich schmerzlichst vermissen. Und wir sind... Wir können das Cape ändern. Wir machen das Cape mal... Das ist kein richtiges Blau, nein. Dann machen wir es rot. Ich sehe aus wie ein Gladiator. Nicht mein Wunsch für die Zukunft, aber damit kann ich doch vorerst mal was anstellen, denke ich. Und weil Lesniv der neue Koch ist, bekommt er erstmal was zu essen. Er muss es nicht mal zubereiten. Oh. Da habe ich ja mal ordentlich daneben gegriffen. Vielleicht Zuckerwatte? Ich wollte schon sagen, ich dachte, der schmeckt überhaupt nichts. Aber yeah, wir haben jetzt Tickets für die Spielhalle, also nutzen wir sie. Wir können das Roulette benutzen oder Schnick, Schnack, Schnuck spielen. Hier gibt's Geld. Und tolle Preise. Keine Nieten. Dann wollen wir erstmal das Roulette benutzen und schauen, was dabei rauskommen kann. Wir können Kleidung gewinnen, ein Lumpendress, Erfahrungspunkte, eine großzügige Portion, Reisetickets und MP-Bonbons. Gut. Wollen wir mal schauen, was dabei rauskommt. Was kommt dabei raus? Ich bin zu gespannt. Und stopp! Nicht das Lumpendress, nicht das Lumpendress, nein! Yay, wir haben ein Lumpendress, das ich nicht gebrauchen kann. Ich brauche es nicht. Gewonnen, Lumpendress gehört jetzt dir. Oh Mann, an wen geht das? Saku, steigert das deine Werte? Nein, es senkt die Werte. Verstauen, das brauchen wir nicht. Vielleicht können wir das später irgendwie verkaufen, ich weiß nicht. Das versuchen wir aber jetzt nochmal. Bitte kein Lumpendress, bitte kein Lumpendress, bitte kein Lumpendress, bitte kein Lumpendress, bitte. Okay, es wird schon mal kein Lumpendress. Wird wahrscheinlich ein MP-Bonbon. Ja. Ein MP-Bonbon. Das ist immerhin nützlicher als ein Lumpendress. Nee, jetzt wollen wir auch mal Schere, Stein, Papier spielen, zumindest einmal. Willkommen beim Schnick-Schnack-Schnuck-Automaten. Schnuckomaten, genau. Schlag mich und du kassierst 500 Gold. Ein Spiel kostet dich nur einen Spielschein. Okay. Schere, Stein, Papier-Duell des Todes. Dann lass uns loslegen. Schnick, Schnack, Stein. Verdammt. Schnick, Schnack, Papier. Nein. Ich habe heute echt kein Glück bei diesen Minispielen. Verdammt nochmal, Lesniv, alles deine Schuld. Ah, schade, beim nächsten Mal hast du sicher mehr Glück. Willst du es nochmal versuchen? Ich würde, aber ich habe kein Geld. Oder besser gesagt, keine Spielscheine. Nein, na gut, dann vielleicht ein andermal. Vielleicht. Jetzt würde ich sagen, ist erstmal die Zeit gekommen, um ins Menü zu gehen und zu speichern. Diese Demo hat ja bisher einiges zu bieten, dafür, dass es nur eine Demo ist. Aber ich bin ganz froh darüber. Ich denke mal, wir kriegen noch einen vierten oder fünften Part zustande. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder.
Hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Und oh, ich kann die Vollversion schon gar nicht mehr abwarten. Ich bin so gehypt drauf. Ah, oh, das wird gut. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.